Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Wortvorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute hier den kleinen IMT 509D hier gefunden. Ich habe mir schon mal so einen schon vorgestellt. Ja, hier steht auch noch in der Beschreibung, er ist hier noch nicht ganz fertig. Ja, ich finde es schon mal, er sieht soweit das schon mal sehr interessant aus, das Ganze. Ja, es kostet hier nur 1000 Euro das gute Stück und wir haben hier Miete 51 Euro inklusive. Das gute Stück hat hier eine Leistung von 14 PS, entsprechend hier 10 kW, 15 Liter Kraftstofftank. Maximale Geschwindigkeit bis zu 42 km/h, okay. Ja, und 1000, also Liter hier Ladevolumen und ein Gewicht hier, boah, 1,4 Tonnen. Ja, das wird vielleicht hier hinten an den Rocken natürlich vielleicht hängen. Ja, texturmäßig ja, ist er nicht gerade so schön. Ja, das sehen wir ja hier jetzt auch. Ich habe schon mal hier mal Weizen beladen. Wir haben hier auch Spanngurte. Sieht man jetzt wieder nicht gut, da können wir ja andere Sachen auch noch transportieren. Also wir können auch hier diverse Sachen hier mal transportieren. Jetzt sind wir mal gespannt. Starten wir mal hier den Motor. Und wie wir nachher dann abkippen, das würde mich auch dann interessieren. Ja, da fahren wir auch gleich hin. Machen wir. So. Komisch, wir können hier also was laden, aber wir können es noch nicht entladen. Mal schauen, ob wir aussteigen können, was kaum passiert. Nein. Also das geht leider hier nicht, wie wir gerade feststellen. Ah. Dann werden wir gleich dann hier noch was anderes probieren. So, also abladen habe ich es leider nicht. Ich habe es halt einfach zurückgesetzt, weil ja das Material ja verschwindet. Wie wir hier sehen, wir haben hier doch etliche Spanngurten, was wir hier anbringen können. Also extrem viel für den Kleinen. Und ja, schauen wir mal, wie er sich sonst noch so verhält. Ja. Hupe, wie wir hören, haben wir. Bremsen, wie wir sehen, tut er auch relativ ganz gut. Licht, ja, sowas besitzt er leider noch nicht. Schauen wir uns mal kurz noch schnell hier unsere Logdatei an. Da sehen wir hier, unsere Logdatei selber ist hier logfehlerfrei. Ja, schade ist halt, dass das gute Stück hier nicht für die Konsolen hier verfügbar ist. Ja, schauen wir noch rückwärts, wie schnell der da ist. Ja, 20 km/h macht er. Ja, das gute Stück ist auch leider hier, ja, wie wir gleich sehen werden. Mit also der Verschmutzung geht ganz gut, aber hier der Lackverschleiß, wenn wir auf 100% sind, sieht es nachher so aus. Das ist also irgendwie, finde ich, ja, extrem. Zum Glück ist es mit den Schmutzen natürlich besser. Dann, ja, wenn wir die Kurven fahren, dann ist das schon, ja, wie soll man sagen, dass die Hand dann ins Leere geht halt. Das ist das Einzige. Innenansicht sieht das dann nachher so aus. Da ist irgendwie schade, wenn man Gas gibt oder sowas, dass hier der Zug hier nicht bewegt wird. Aber ich finde, so her, der ist nicht schlecht. Das erinnert mich ein bisschen an, ja, wie soll ich das am besten euch sagen, an der Jugend, wo ich da mit einem Kumpel am Weg war. Die hatten sowas Ähnliches gehabt. Das war nicht schlecht. Also das hat richtig also Laune gemacht, muss ich dazu sagen. Ja,
Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auf alle Fälle freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.